Da haben wir jetzt das nächste Ding, nämlich von GD mit Depri-Phasen. Ja? Lyric-Video. Trauriges Lied zum Nachdenken. Wasting time with a cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high, but give me death. They say I'm old enough to die young. Thinking aber sicher blindly as I regret. Without a high, I'll lie alone. For my lungs up one by one. La-di-da-da-da. Schon wieder bin ich broke as fuck. Schreibe meine Strophe nachts in meinem Kopf. Höre ich Kriege, Bruder, wie ein Soziopath. Komm nicht. Ey, direkt auf jeden Fall nice Lines, ja. Direkt auch hier, schon bin ich broke as fuck. Schreibe meine Strophen nachts. In meinen Kopf führe ich Kriege, Bruder, wie ein Soziopath. Sehr nice. Schreibe meine Strophen nachts. In meinem Kopf führe ich Kriege, Bruder, wie ein Soziopath. Aber der Sound halt, ne? Die Mische ist nicht so geil. Komm nicht klar auf das Leben, bin bisschen gefangen dumpf. In Gedanken. Ich schwimme nicht mit dem Strom, ich bin anders als die anderen. Muss mein Lächeln wiederfinden und mein Herz öffnen. Dinge wie Geborgenheit einfach wieder wertschätzen. Sie sagen mir nach, dass mein Herz alt und verbittert ist. Habe es mir nicht ausgesucht, also bitte, was kann ich dafür? Fuck it, Mann, was willst du mir erzählen, sag mal. Das war halt emotional gerade, ne, wie der jetzt auf einmal so ausrastet, ne, finde ich geil. Wie die Stimmung auf einmal umschlägt. Und auch nice gerappt. Wohl hier mal ganz kurz, weil man sagen mir, dass mein Herz alt und verbittert ist, habe es mir nicht ausgesucht. Also bitte, was kann ich dafür? Da hätte der die Pause am besten da nicht nehmen müssen. Mal hören. Sie sagen mir nach, dass mein Herz alt und verbittert ist, habe es mir nicht ausgesucht. Also bitte, was kann ich dafür? Ja, der hat bei Bitte hat er eine kleine Pause gemacht. Er hätte das durchflowen müssen, dann wäre es auf jeden Fall geschmeidiger gewesen. Also bitte, was kann ich dafür? Ja, nicht. Also bitte, was kann ich dafür? Hat er gesagt. Aber eigentlich, damit es flüssiger kommt. Also bitte, was kann ich dafür? Ja? Habe es mir nicht ausgesucht. Also bitte, was kann ich dafür? Fuck it, Mann, was willst du mir erzählen? Sag mal, kennst du mich? Mittlerweile bin ich nur noch am Leben wegen meiner Leonie. Und an manchen Tagen kommen diese Zweifel wieder. Dann höre ich die Melodien und lasse meinen Geist fliegen. Reiß in die Vergangenheit, versuch Gründe zu finden für die unterkühlten Gefühle und unterdrückter Liebe. Halt die Zeit an, atme den Smoke ein, atme aus. Ja, aber schöne Emotionen, ja, und vom Text her fühlt man auf jeden Fall auch dass er hier so sein Herz öffnet, ne, und die unterdrückten Gefühle, so gesehen, jetzt alle rauslässt, finde ich auf jeden Fall sehr stark. Auch die Stimme ist sehr nice, ja, auch wie er zu Hook hin auch dann wieder ein bisschen ruhiger wird, ja, und sagt dann so, ja, beruhig mich jetzt, ich atme jetzt mal ein, dann atme ich jetzt mal aus. Und dann kommt der Refrain. Wasting time with a cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high, but give me death. They say I'm old enough to die young. Thinking blindly as I regret. Without a high, I'll lie alone. Fill my lungs up one by one. La-di-da-da-da-da. Kann sie nicht umarmen, nicht sagen, dass es an mir liegt. Ich weiß nicht wieso, doch damit zerstöre ich meine Familie. Ich würde zu gerne Emotionen freien Raum lassen, will mich entschuldigen, doch es kommt nur leises Ausatmen. Alleine werde ich es nicht schaffen, die Krisen zu meistern. Ich denke oft darüber nach, wie es ist, wenn es vorbei wäre. Verdammt, und das geht schon seit Jahren so. Das Theater, bin an dem Punkt angelangt für einen Psychiater. Durchforste mein Inneres und finde bitte irgendetwas. Sag mir, dass du mich retten kannst vor mir selber. Ich will wieder leben, wieder glücklich sein und ohne Depri-Phasen. Mein Herz soll wieder neu aufblühen, ohne jene Narbe. Wie stehen die Chancen? Was meinst du mit keine Hoffnung? Du willst mich wohl verarschen? Auf so ein Leben hab ich keinen Bock. Doch sitze auf dem Balkon, starr hoch in den Okay, warte. Ganz kurz, also da wird's halt wieder emotional, ne? Also er sagt ja hier, dass er seine Gefühle eigentlich unterdrückt. Er würde sie gerne freilassen, aber hier lässt er sie ja eigentlich frei, ja, denn er sagt ja eigentlich genau das aus, was tief in seinem Inneren ist, ja, aber hier, auf so ein Leben habe ich keinen Bock, Doc, okay, ja, der Doktor halt, ne, so gesehen,
dass er halt einen Psychiater braucht, ne? Und der Doktor, der sagt ihn halt hier und der sagt dann hier, was, keine Hoffnung hier, du willst mich doch wohl verarschen hier, ne? Auf sowas habe ich jetzt gar keinen Bock auf solche Sachen, ja? Immer dasselbe. Ich keinen Bock, Doc, sitze auf dem Balkon, starr hoch in den Himmel, letzte Kippe, atme ein, atme aus und springe. Wasting time with a cigarette, your life's more. Ja, das Ende, dass er sich sein Leben nimmt, ihr kennt ja meine Meinung dazu, finde ich jetzt halt, ja, ich weiß nicht. Seit hier, ich sitze auf dem Balkon, starr hoch in den Himmel, letzte Kippe, atme ein, atme aus und springe. Ja, ja, ich mag Happy Ends. Sind wir mal ehrlich, ich mag Happy Ends. Atme ein, atme aus und springe. Wasting time with a cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high, but give me death. They say I'm old enough to die young. Thinking blindly as I regret. Without a high, I'll lie alone. Fill my lungs up one by one. La-di-da-da-da-da-da. Das stimmt natürlich, Laiko. Ja, man kann den Menschen nur vor und nicht in den Kopf gucken. Ist die Wahrheit. Ja, sage ich auch nichts dagegen so. Nur mein Empfinden ist halt immer, ich mag Happy Ends. Ich mag es halt, wenn sich der Mensch irgendwie vielleicht doch aus diesem ganzen Sog irgendwie rauszieht und wieder Hoffnung hat, wieder Lebenssinn wieder hat, ja, und versucht halt wirklich, ja, halt nicht diesen Weg zu gehen, sondern wirklich, dass er sein Leben in den Griff bekommt, ja, für die Familie, ja, für die Glückseligkeit so. Ja, und du musst halt daran denken, so, du hast halt deine Familie so, du hast Menschen, die dir wichtig sind, ja, da musst du halt auch dran bleiben so. Ja, du brauchst ja einen Anker oder du brauchst halt etwas, was dich am Leben hält, ja, und das ist meistens halt die Familie. Frau, Kind. So. Auf jeden Fall aber ein schönes Thema. Schön gerappt. Ja? Bis auf diesen kleinen Flowfehler, den ich halt in der ersten Strophe halt gesehen habe. Oder halt gehört habe. Fand ich es sehr, sehr gut. Ja? Könnt ihr euch gerne abchecken. Like ist da. Abo auch. So, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Song. Checkt das auf jeden Fall ab. Und mich erinnert es aber auch ein bisschen an Casper Kippenpause. Kennt ihr das?